Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Das Thema des heutigen Videos bzw. des heutigen Live-Talks ist das Thema Action. Ja, die Action eines Klappmessers. Ich will kurz darauf eingehen, was Action für mich bedeutet und wovon die Action eines Klappmessers abhängig ist. Ja, die Action ist grundsätzlich, also zumindest so definiere ich das für mich, ist der Lauf der Klinge bzw. wie sich die Klinge beim Öffnen und Schließen des Messers verhält. Wie sie läuft, wie sie schließt, wie sie öffnet, das ist für mich die Action eines Klappmessers. Die ist natürlich abhängig von vielerlei Faktoren. Ich habe jetzt mal mir so die wichtigsten rausgesucht, die ich euch kurz erläutern möchte. Natürlich ist für die Action in allererster Linie wichtig, wie ist die Klinge gelagert. Da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten der Lagerung. Es gibt einmal die Lagerung auf Washern. Da gibt es auch verschiedene Materialien. Ich sage mal, die am häufigsten verbauten Washer sind entweder Phosphor-Bronze-Washer, also Washer aus einem Metall, also aus einer Metalllegierung. Manchmal sind es auch Messing-Washer oder aus einem anderen Metall. Größtenteils verwenden die meisten Hersteller aber Phosphor-Bronze-Washer. Und es gibt Kunststoff-Washer bzw. halt nicht metallische Washer, Teflon-Washer. Wie gesagt, Kunststoff, Teflon ist dann ja als Markenname bzw. als Material oftmals doch die Wahl, die viele Hersteller dann benutzen. Manchmal ist es auch kombiniert, dass Teflon-Washer und Metallwascher in einem Messer verbaut sind. Und dann gibt es als zweite große Kategorie die kugelgelagerten Klingen. Da gibt es nochmal die Unterschiede zwischen Kugellagern, wo die Kugeln aus Metall bestehen, und Kugellager, wo die Kugeln aus Keramik bestehen. Dann gibt es da auch noch Nadellager, aber die sind doch relativ selten anzutreffen. Tatsächlich ist das Kugellager und der Washer sind so, denke ich, die meist verbauten Lagerungen für Messerklingen bei Klappmessern. Was ihr hier auf dem Tisch seht, das sind jetzt Messer, ja, die haben jetzt keine mega super tolle Action. Das sind auch nicht die Messer aus meiner Sammlung, die die beste Action haben. Aber das sind Messer, die aufgrund allein schon ihrer Bauform, teilweise weil es auch keine Einhandmesser sind, dieses hier schon, aber das zum Beispiel nicht, das nicht, das nicht. Da kann man schlecht von Action sprechen, weil die Action lebt natürlich auch oft davon, dass ich eine Klinge mit einer Hand aufwerfen kann. Dennoch haben auch solche Messer ihre Daseinsberechtigung und natürlich auch ihre ganz eigene Action. Zum Beispiel dieses hier, dieses Civivi Rustic Gent, das läuft auf Phosphor-Bronze-Scheiben und hat einen wunderbar weichen Klingenlauf. Also gerade für ein Backlock-verriegeltes Messer wirklich, wirklich sehr angenehm. Ganz weich, ganz leichtgängig vor allem. Genauso dieses Kaber Dozier Folding Hunter. Auch ein Backlock-Modell. Auch ein ganz wunderbar weichen Klingenlauf. Auch hier sind Phosphor-Bronze-Washer verbaut. Bei diesem Maserin Scout ist es ähnlich. Auch hier sehr angenehmer, weicher Klingenlauf. Auch hier sind Washer verbaut. Und auch beim Real Steel Luna ist der Lauf der Klinge ein sehr angenehmer, weicher und definierter. Auch hier haben wir Washer verbaut. Beim Buck 110 Slim Select. Da weiß ich gar nicht, was hier verbaut ist, weil man kann leider nicht reingucken, weil das Ganze eine verpinnte Konstruktion ist. Aber auch diese Klinge läuft wunderbar leichtgängig. Ich vermute mal auch, dass hier Washer verbaut sind. Vielleicht aber sogar gar nichts. Jedenfalls läuft es auch wunderbar. Das, wie gesagt, Messer, die halt in dem Sinne keine echte Action haben, einfach aufgrund ihrer Bauform.
Und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, was auch wichtig für die Action ist, nämlich der Verschluss und halt auch grundsätzlich die Bauform selbst, nämlich sind es Einhand- oder Zweihandmesser. Es gibt natürlich Zweihandmesser, die trotzdem eine tolle Action haben, aber da es eben Zweihandmesser sind, ja, ist es halt für mich zumindest und meine Begriffe schwierig, da von einer Action zu sprechen, weil, wie gesagt, Action lebt davon, dass ich ein Messer mit einer Hand öffnen kann, dass die Klinge da halt rasant rausfliegt. Dennoch, wie ich es ja hier schon für diese Modelle erwähnt habe, auch hier wunderbar weiche Klingenläufe, aber halt ja doch noch mal eine Kategorie für sich. Deswegen habe ich mit denen auch angefangen. Einfach das noch mal zur Erklärung. Wie gesagt, Lagerung für mich ein ganz wichtiger Punkt der Action, Verschluss ein ganz wichtiger Punkt der Action und die Bauform selbst, beziehungsweise ist es ein Einhand- oder ein Zweihandmesser. So. Jetzt kommen wir dann doch tatsächlich zu den Messern aus meiner Sammlung, die für mich die beste Action haben. Und die habe ich unterteilt in grundsätzlich zwei Kategorien, nämlich in Messer, die auf Washern laufen, beziehungsweise die Klingen, die auf Washern laufen, und Messer, deren Klingen auf Kugellagern laufen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Und wir sind zurück. Und wie ihr schon seht, liegen hier schon drei Messer auf dem Tisch. Wie ich es gesagt habe, ich fange mit den Messern an, deren Klingen auf Washern laufen. Und ich werde versuchen, das Ganze auch wieder so einzuteilen, dass wir von günstig nach teuer gehen. Beziehungsweise, dass wir ja mit den niedrigen Preisen anfangen und uns dann langsam etwas steigern. Ich werde versuchen, das Ganze auch nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, dass das halt nicht wieder so ein 40-50-Minuten-Video wird. Die drei Messer hier auf dem Tisch, unschwer zu erkennen. Einmal ein QSP Parrot, dann ein weiteres QSP-Messer, nämlich das Penguin und ein Real Steel H6. All diese Messer, beziehungsweise die Klingen dieser Messer, laufen auf Washern. Beim H6 ist es sogar kombiniert. Es sind ganz dünne Phosphor-Bronze-Washer und noch, also Teflon ist es nicht, es ist irgendeine Art Kunststoff, ein Kunststoff-Washer, also zwei Washer quasi auf jeder Seite der Klingenachse hier verbaut. Und auch Washer können eine wunderbare Action haben. Das ist jetzt keine Guillotine, wie es so bei manchen kugelgelagerten Klingen der Fall ist. Dennoch, dafür, dass hier Washer verbaut sind, hat das H6 einen schönen weichen Klingenlauf. Beim Öffnen, upsala, beim Öffnen auf jeden Fall, beim Schließen nicht so ganz unbedingt. Da muss man dann doch schon ein bisschen schütteln, dass die Klinge zurück ins Heft fällt. Dennoch für die Art der Klingenlagerung eine sehr angenehme Action. Bei den QSP-Modellen ist das Ganze noch mal eine ganze Ecke besser. Öffnen funktioniert wunderbar. Schließen, das ist noch relativ neu hier, mein Penguin-Modell. Das Parrot habe ich schon deutlich länger. Und ihr seht, da ist die Action auch. Ich will nicht sagen, wie bei einem kugelgelagerten Messer, aber wir kommen dem Ganzen schon relativ nah. Das ist wunderbar. Ganz definierter, weicher Klingenlauf. Phosphor-Bronze-Washer sind hier verbaut. Und dafür, dass das keine kugelgelagerten Klingen sind, haben diese Messer doch schon eine tolle, tolle Action. Wir bewegen uns hier preislich bei den QSP-Messern. Das sind jetzt hier relativ einfache Modelle. Bewegen wir uns, ich glaube, beim Parrot liegen wir hier, ich glaube sogar noch bei unter 30 €. Beim Penguin sind wir so bei, ich glaube auch knapp 30, vielleicht auch schon leicht drüber, vielleicht 35 €. Und beim H6, das ist jetzt hier eine Sonderedition, damals im Josiah Shop bei Michael Schiffner gekauft. Die waren ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, wo die Standardversion liegt. Es ist ja auch ein Messer, wo es inzwischen so viele Varianten gibt, kann ich euch nicht genau sagen, aber wir liegen hier trotzdem noch im Budgetbereich. Ich denke mal, vielleicht irgendwo so bei vielleicht 50, 60 €.
Hab lange kein H6 mehr gekauft, von daher kann ich euch das nicht ganz genau sagen. Da müsst ihr dann einfach mal das Netz durchforsten. Die drei, auf jeden Fall im Budgetbereich und eine sehr angenehme Action, obwohl die Klingen Wascher gelagert sind. Was übrigens auch noch, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, auch noch ein wichtiger Punkt für eine also für die Action ist, ist natürlich auch der Detent. Wenn ihr einen sehr weichen bzw. schwachen Detent habt, ja, dann kann es passieren, dass die Klinge beim Aufflippen des Messers nicht die nötige Vorspannung erhält, dass sie halt gut aus dem Heft fliegt. Wenn der Detent kräftiger ist, dann müsst ihr natürlich gerade bei Flippermessern ein bisschen mehr Druck auf den Flipper aufbauen, dass die Klinge dann aus dem Heft schießt. Und dadurch, dass ihr dann eben mehr Druck aufbauen müsst, dass ihr den Detent überwindet, ist der Flug der Klinge, sage ich mal, und der Lauf der Klinge beim Öffnen natürlich nochmal ein anderer, als wenn ihr einen schwachen Detent habt. Ja, also der Detent neben der Lagerung, dem Verschluss und der Bauart noch ein vierter, ja doch ganz entscheidender Grund, der sich auf die Action bzw. der sich bemerkbar macht beim der Action eines Messers. So, das waren jetzt wie gesagt hier die eher günstigen Modelle. Dann habe ich hier noch drei andere Vertreter für euch. Da sind wir dann doch schon im hochpreisigen Segment. Auch die Messer von Spyderco und von Benchmade laufen größtenteils auf Washern. Das ist in dem Sinne gut. Also gerade Benchmade, die verwenden sehr große, stabile, kräftige Washer, die auch von ihrer Materialstärke durchaus kräftig sind. Das ist natürlich ein Vorteil, gerade bei Belastung der Klinge im seitlichen Bereich. Also wenn ihr jetzt diese Form der Belastung habt, da ist natürlich ein breiter Washer Gold wert, einfach weil die Verteilung, die Kraftverteilung auf diesen Bereich Klingen, Achse und Washer durch die sehr breiten Washer natürlich nochmal anders und besser verteilt wird, als wenn ihr da einen sehr schmalen und kleinen Washer habt. Ja, fangen wir an. Das Para 3, ein Messer mit einer wirklich wunderbaren Action. Auch das läuft auf Phosphor-Bronze-Washern. Auch das Para Military 2 läuft auf Phosphor-Bronze-Washern. Auch das mit einer wirklich tollen Action. Die Washer von Spyderco und Benchmade auch immer gut poliert, sodass relativ wenig Reibungswiderstand da ist und so die Klinge halt wunderbar laufen kann. Wichtig ist natürlich bei Washern trotzdem, da eben ihr, dass keine Kugellager sind, dass da natürlich immer noch ein Gleitmittel bei ist. Öl, Fett, was auch immer. Das braucht der Washer schon, beziehungsweise das Messer, dass die Action auch bei einer Washerlagerung halbwegs vernünftig ist. Hier sieht man übrigens zum Beispiel auch beim Para 3, hat ja hier den Compression Lock. Dadurch, dass ich den Lock komplett zurückziehen kann und ihn auch halten kann, nicht wie bei einem Liner Lock, den halte ich ja nur so lange, bis die Klinge ihn überwunden hat. Den kann ich halt halten, bis die Klinge voll komplett im Heft ist, weil ich meine, ja, beim Liner Lock, ne, habe ich meine Finger hier unten drin und sofern die Klinge hier ankommt, muss ich die Finger wegnehmen. Und oftmals ist es so, dass ein Liner Lock, der dann hier seitlich steht, nochmal hier an der Seite der Klinge reibt, beziehungsweise da nochmal einen Widerstand aufbaut. Das habt ihr beim Compression Lock zum Beispiel nicht. Wenn ich den entriegel, dann hat die Klinge ganz freien Lauf und muss keinen seitlichen Widerstand durch einen Liner-Lock überwinden. Das auf jeden Fall ein Vorteil des Compression-Locks gegenüber dem Liner-Lock, wenn es um die Action geht. Gleiches gilt für die Messer von Benchmade. Die haben ja fast ausschließlich den sogenannten Axis-Lock verbaut. Und auch das ist ein Lock, wenn ich den komplett zurückziehe, hat die Klinge null Kontakt zum Verriegelungsmechanismus und kann ganz frei laufen, ohne dass sie irgendwo auf ihrem Weg ins Heft oder aus dem Heft ein ja, Stück Metall oder ein Stück des Verschlusses, des Verschlussmechanismus berührt.
Daher der Access Lock auch definitiv ein wunderbarer Lock, wenn es darum geht, dass das Messer eine gute Action hat. Und bei den Benchmade-Messern, ja, ihr seht das hier beim Freak, das läuft einfach unglaublich gut. Läuft auf sehr großen Phosphor-Bronze-Waschern, genau wie das Tacked Out. Auch hier eine wunderbare Action. Auch das läuft auf großen Phosphor-Bronze-Waschern. Und wie gesagt, durch den Access Lock hat die Klinge null Widerstand beim Öffnen und Schließen, kommt mit keinem anderen Bauteil des Messers in Berührung. So, das waren die Messer. Da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr. Das sind aber die Messer aus meiner Sammlung, die Washer gelagert sind mit der für mich besten Action. Jetzt kommen wir zum großen Thema Kugellager. Wenn euch das auch noch interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Und wir sind zurück mit den Messern aus meiner Sammlung, deren Klingen kugelgelagert sind, die für mich die beste Action haben. Auch hier mache ich das wieder so, dass wir bei günstig anfangen und uns dann langsam steigern. Als erstes Modell hier auf meinem Tisch ein Messer der Marke Petrified Fish. Das hatte ich euch auch schon in der Einzelvorstellung vorgestellt. Ein kleines Gentleman-Messer mit einer ganz fantastischen Action. Liner-Lock verriegelt das Ganze. Wie ich es vorhin schon versucht habe zu erklären, dieser Liner-Lock. Ihr seht das, wenn ich den jetzt hier in der Position habe, dann kann die Klinge am Liner-Lock vorbei. Hier so ist sie gesperrt. Jetzt entriegel ich das Ganze und ab hier an merkt man deutlich, dass die Klinge in dem Bereich, ja, Fokus, so, dass die Klinge in dem Bereich hier noch stark am Liner reibt und da noch einen Widerstand überwinden muss. Spätestens jetzt muss ich aber den Liner-Lock loslassen, dass die Klinge frei laufen kann, ohne dass sie mir in den Daumen oder den Finger schneidet. Bei dem Modell hier ist das gut gelöst. Der Liner hat nicht eine so große Spannung. Da kann die Klinge relativ widerstandsfrei zurück ins Heft fallen. Dennoch merkt man beim Schließen, sie fällt halt nicht wie eine Guillotine ins Heft, sondern sie muss hier einen gewissen Widerstand durch den Liner-Lock überwinden. Dennoch ein Messer mit einer wirklich wunderbaren Action. Und wir liegen hier bei unter 40 Euro. Dieses Modell hatte ich euch auch, oder werde ich euch noch vorstellen, je nachdem, ich weiß gar nicht, wann das Video online geht. Das ist ein Modell der Marke Reik. Ich glaube, das ist das P848, irgendwie sowas. Wir können ja mal gucken, ich glaube, hier steht sogar drauf. Da, 848B, B für Black. Dieses Messer läuft auf Nadellagern und das hat eine fantastische Action. Dafür, dass es ein Zweihandmesser ist, da ist das ja nicht unbedingt so gefragt, ein Kugel- oder Nadellager, da sind ja oftmals Washer verbaut, weil da die Action tatsächlich nicht so eine große Rolle spielt. Bei dem hier aber, wie gesagt, Nadellager und die Action, die ist einfach fantastisch. Liner-Lock verriegelt das Ganze. Auch hier merkt man deutlich, dass der Liner an der Klingenwurzel im unteren Bereich Kontakt hat und dass der halt die ganze Zeit, während die Klinge zurück ins Heft fällt, da leicht gegendrückt. Von daher die Action hier zwar sehr, sehr gut, aber nicht so, dass die Klinge widerstandslos ins Heft zurückfällt, wie zum Beispiel vorhin wie bei den Benchmade oder Spyderco-Messern, obwohl die nur auf Washern laufen. Noch klarer, hier liegen wir bei unter 40 Euro auch beim 848, noch klarer wird das Ganze beim Honey Badger Large Flipper. Läuft auf einem
Kugellager mit recht großen Kugeln, man hört das auch. Also da hört man richtig die Kugeln rollen. Hier der Liner, jetzt werdet ihr das gleich sehen, wenn hier der Flipper-Tab noch mit einrollt, dann muss hier nochmal ein Widerstand überwunden werden, schon wenn hier die Klingenwurzel erreicht wird. Und wenn dann der Flipper-Tab auch noch mit ins Innere des Heftes kommt, dann ist hier schon relativ großer Widerstand da. Dennoch die Action sehr, sehr gut. Aber man merkt trotzdem, da ist ein Widerstand, der muss überwunden werden. Und das liegt am Liner-Lock. Das ist bei, wie gesagt, einem Lock wie zum Beispiel dem Access-Lock nicht der Fall. Werdet ihr hier gleich nochmal sehen, nämlich beim, ich glaube, hier liegen wir bei irgendwie um die 50, 60 Euro für das Large Flipper. Beim Bestech Slasher. Das hat einen Access-Lock bzw. Bolzenverschluss, Crossbar-Lock. Und die Action ist hier wunderbar, wenn ich dann nicht zu blöde wäre, das vor der Kamera zu machen. So. Hier ein sehr kräftiger Detent, da müsst ihr schon ein bisschen Kraft aufwenden, dass die Klinge hier aus dem Heft fliegt. Wenn man das dann einmal hat, dann geht es auch. Und ihr seht, wenn ich den Crossbar-Lock vollständig zurückziehe, dann ist hier auch null Widerstand, den hier die Klinge irgendwie überwinden muss. Da ist also komplett freier Lauf. Das wiederum ein sehr großer Vorteil dieses Verschlusses. Und ähnlich ist es beim nächsten Verschlusstyp, nämlich beim Buttonlock. Übrigens beim Slasher liegen wir hier preislich so zwischen 60 und 70 Euro, je nachdem, wo ihr das bezieht. Ja, der Buttonlock, auch ein Verschlusstyp, der, wenn ihr ihn komplett ins Heft drückt, also ihn komplett entriegelt, ihr seht das, hat die Klinge auch 0,0 Widerstand. Sie reibt also an keinem Bauteil, so wie beim Linerlock oder beim Backlock. Hier hat die Klinge komplett freien Lauf und daher natürlich die Action bei Buttonlock-Messern auch fantastisch. Gerade bei diesem Modell hier, das Sencut Serene. Einfach eine fantastische Action. Und man darf nicht vergessen, das sind Messer wirklich der unteren Preiskategorie. Hier liegen wir irgendwo bei ca. 50 Euro, manchmal auch leicht darunter. Wir haben hier, ich glaube sogar, hier sind Keramikkugellager schon verbaut in diesem Messer. Das war ja vor, ich sag mal, 10 Jahren, war das ja nur bei den ganz teuren Modellen so, dass da Keramiklager verbaut wurden. Inzwischen Keramikkugellager auch bei vielen Messern zu finden, die halt unter 100 Euro kosten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier Keramikkugellager sind. Ich würde aber sagen, ja. Und ihr seht, die Action ist fantastisch vom Sencut Serene. Ja, dass die Messer mit kugelgelagerten Klingen im, ja, ich sag mal doch noch im Low-Budget- und Budget-Bereich. Ja, gleich kommen wir dann zu den nächsten. Die nächsten fünf Messer liegen auf dem Tisch. Wir sind weiter bei den kugelgelagerten Klingen. Jetzt bewegen wir uns preislich schon ein bisschen weiter höher im Segment. Da habe ich als erstes für euch das Bestech. Boah, das Bestech Glock, ein Buttonlock-Modell mit einer ganz butterweichen Action. Auch hier seht ihr, wenn ich den Button komplett reindrücke, die Klinge, die hier auf Kugellagern läuft, hat null Widerstand, kein Linerlock, an dem sie reibt, keine Backlock-Rückenfeder oder ähnliches. Die ist einfach komplett freischwingend und daher natürlich von der Action her. Ja, ich komme mit diesem Daumenpin noch nicht so ganz zurecht. Der Detent hier auch nicht, der Detent hier sehr kräftig. Ja, ihr
ihr seht das, zack, also der zieht die Klinge schon ein und da müsst ihr schon ordentlich Druck aufbauen. Wenn ihr den Button allerdings benutzt, na jetzt hier vor der Kamera, ich habe hier nicht allzu viel Platz, bevor ich hier noch irgendwas umhaue. Also das Glock, auch eine ganz tolle Action. Muss man sogar gucken, dass man den Button wieder frühzeitig gedrückt hält, dass die Klinge im Heft bleibt, wenn sie dann hineinfliegt, sonst fliegt sie gleich wieder raus. Als nächstes Modell, da weiß ich den Namen leider nicht. Kubi hat ja auch immer so kryptische Bezeichnungen für ihre Messer. Inzwischen bei den neuen Modellen gibt es tatsächlich auch eigene Namen. Das hier noch ein älteres Modell, da waren es KU und dann ja, 3 oder 4 Zahlen. Ich gucke, dass ich euch das nachträglich noch einblende, wie dieses Modell heißt. Das jetzt hier die etwas teurere Version, das gibt es oder gab es auch als einfache Version mit D2 Stahl und G10 Griffschalen. Das jetzt hier mit wunderbaren Full Carbon Fiber Griffschalen und einer Klinge aus AOS 10. Und das Ding hat eine fantastische Action. Allerdings, Liner Lock verriegelt das Ganze und man merkt es beim Schließen der Klinge, sie fällt nicht so ins Heft wie zum Beispiel bei Button Lock verriegelnden Messern oder bei Crossbar Lock verriegelnden Messern. Das ist halt der Nachteil, sage ich mal, des Liner Locks, was die Action angeht. Sehr schönes Modell im Übrigen, Titan Clip, Titan Backspacer. Und die Action ist halt wirklich fantastisch bei diesem Modell. Obwohl die Klinge relativ leicht ist, fliegt sie trotzdem wunderbar aus dem Heft, weil hier die Spannung des Detents stimmt. Sehr ordentliche keramische Kugellager verbaut wurden. Das läuft wunderbar. Beim Glock bewegen wir uns, glaube ich, irgendwo zwischen 70 und 80 Euro. Die kosteten damals, diese Kubi-Teile werden mit heute sicherlich nicht mehr hergestellt. Die lagen damals auch so bei 70 Euro. Als nächstes haben wir das CJRB Large Pyrite, auch ein Messer mit einer wunderbaren Action. Button Lock verriegelt das Ganze, von daher auch wieder null Widerstand für die Klinge. Die kann hier ganz frei laufen, wenn der Button komplett reingedrückt ist. Kräftiger Detent, läuft auf, ich glaube hier sind Stahlkugellager noch verbaut. Wir bewegen uns hier auch bei einem Preis irgendwo um die 60 Euro. Sehr, sehr, sehr schönes Modell. Ja, hier ein alter Klassiker, das Real Steel Megalodon. Also dafür, dass es ein Liner Lock ist, eine wunderbare, weiche, definierte Action beim Öffnen. Im Prinzip mit kaum Druck, also ihr müsst den Flipper-Tab wirklich nur leicht antippen und die Klinge läuft heraus. Also hier wirklich zu failen, das ist schon fast unmöglich. Also ich, selbst wenn ich mir Mühe gebe, ja, also ich versuche das wirklich mal jetzt irgendwie zu verkacken, das ist kaum möglich. Also sofern ihr, dadurch, dass es auch ein kräftiger Detent ist, ihr müsst hier ein bisschen Druck aufbauen und die Klinge läuft trotzdem raus. Also ich versuche das jetzt wirklich mal. Nee, es ist nicht möglich. Also fantastisch. Fantastische Action beim Megalodon hier in der Variante, beziehungsweise hier das Modell Fossil. Fantastisch. Fällt aber nicht wie zum Beispiel bei dem Messer, da wir hier auch einen Linerlock haben, aber das ist hier trotzdem wunderbar umgesetzt. Ein absolutes Klasse-Messer. Und ähnlich ist es beim Tosa K von Kaiser. Mein lieber Junge, das Ding hat auch einen super kräftigen Detent. Und ihr seht, das läuft tatsächlich vom Rücklauf her ins Heft. Ist das noch besser als beim Megalodon? Hier seht ihr, da muss man schon doch noch ein bisschen mit anschubsen. Beim Tosa K müsst ihr das nicht. Das läuft einfach problemlos ins Heft zurück, obwohl wir hier, wie gesagt, ein Liner Lock haben, der das Ganze verriegelt. Aber wenn ich den zurückziehe, ist der Widerstand, der hier vom Lock auf die Klingenwurzel seitlich wirkt, so verschwindend gering, dass die Klinge fast widerstandslos ins Heft zurückläuft. Das ist nicht, ja, also die kann nicht so frei schwingen wie jetzt bei einem Button Lock oder bei einem Access Lock, das ist klar.
Dennoch durch das Gewicht der Klinge, das ist hier relativ hoch, weil wir eine sehr hohe Klinge haben und sehr gute Kugellager, die hier verbaut sind, seht ihr, dass die Action fantastisch ist. Das Tosa K, wo das jetzt preislich liegt, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Als ich das gekauft habe vor drei Jahren, glaube ich schon, da lag das so bei um die 70 Euro. Könnte durchaus sein, dass Kaiser da jetzt schon ein bisschen mehr für aufruft, vielleicht so um die 80. Und im ähnlichen Preisbereich liegen wir ja auch beim Megalodon Fossil. Ja, jetzt kommt noch eine letzte Kategorie, die ja doch hoch- oder höherpreisigen und wirklich hochpreisigen mit Keramikkugellagern und einfach einer fantastischen Action. Das sind jetzt auch die Messer, die jetzt kommen, tatsächlich aus meiner Sammlung mit der absolut besten Action. Wenn euch das noch interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Und wir sind zurück mit dem letzten Teil. Ja, ihr seht, hier liegen jetzt 7 Messer. Da konnte ich mich nicht auf 5 festlegen, einfach weil in dem doch eher hochpreisigen Segment einfach die Action der Messer so grandios gut ist, dass ich da ja mich dann doch für 7 statt 5 entschieden habe. Fangen wir hier vorne an mit dem Kaiser Hyper, ein Buttonlock-Modell, ganz weiche, super smooth Action, das läuft fantastisch, sowohl über den Pin als auch über den Lock selber. Wunderbares Messer, S35VN Stahl. Kaiser ruft dafür, zumindest bei KniveStock, wo ich es gekauft habe, knapp über 80 Euro auf. Und das ist für ein Messer dieser Qualität mit diesen Materialien einfach ein fantastischer Preis. Ja, ihr seht, Buttonlock, wenn ich den komplett entriegel, die Klinge auch freien Lauf. Und das ist wirklich widerstandslos. Also die Kugellager, die hier drin verbaut sind, die sind wirklich richtig gut. Das Hyper. So, jetzt haben wir einen Verschluss. Den hatte ich bis jetzt noch nicht hier bei den ganzen gezeigten Messern. Wir hatten, wie gesagt, ganz zu Anfang Backlock und Slipjoint Rückenfeder. Da natürlich die Action entsprechend, ja, was heißt nicht gut, aber halt eine andere Action als jetzt bei zum Beispiel washergelagerten und kugelgelagerten Klingen mit anderen Verschlüssen. Dann hatten wir die Verschlüsse Linerlock hauptsächlich, Buttonlock hatten wir, Crossbarlock hatten wir und jetzt der von CVV bzw. von WeKnife entwickelte Superlock. Im Prinzip, hier innen ist ein kleiner Kasten, da sitzt eine Feder drin. Wenn ich den zurückziehe, das ist quasi wie so ein kleiner Haken, der setzt sich dann hier auf diesen oder hinter diesen Nuppel, sage ich mal. Da setzt er sich hinter und verriegelt ihn, hält ihn quasi fest. Durch die Spannung der Feder ist das Ganze auch fest. Wenn ich ihn zurückziehe, ihr seht, der geht dann ein bisschen hoch und es wird entriegelt. Diese kleine Nase hier wird dann quasi befreit. Und auch hier, wenn ich den komplett zurückziehe, ist null Widerstand. Die Klingenwurzel reibt mit keinem Teil an irgendeinem anderen mechanischen Bauteil. Von daher auch hier die Action fantastisch. Generell dieses Messer, das CVV Vision FG, hier in der Damast-Version mit den Ivory G10 Griffschalen, das ist ein ganz fantastisches Messer. Fidget Faktor, der ist hier richtig hoch. Fantastische Action. Keramikkugellager auch hier verbaut, also da habt ihr schon wirklich was richtig Tolles. Liegt preislich so bei ungefähr 120 Euro, manchmal ein bisschen drunter. Das hatte ich euch auch schon bei einer Einzelvorstellung gezeigt, das Kaiser Mystic. Hier müsst ihr wirklich aufpassen, weil das hier ist schon eine echte Guillotine. Obwohl wir hier den Verschluss hatten wir bis jetzt auch noch nicht, eigentlich Frame Lock haben. Kaiser nennt das Ganze hier aufgrund der Bauform dann Bolster Lock. Letztendlich ist es aber nichts anderes als ein Frame Lock. Und auch, obwohl die Klinge hier einen leichten Widerstand überwinden muss. Ja, ihr seht, die kann jetzt nicht ganz so frei schwingen.
wie jetzt bei einem Button oder Access Lock. Dennoch seht ihr, obwohl hier der Liner bzw. der Frame leicht auf die Klinge drückt, kann sie trotzdem ein bisschen schwingen. Nicht ganz so wie bei den anderen Verschlüssen, aber es funktioniert. Und aufgrund der Größe der Klinge und des Gewichts und dieser wunderbaren mehrreihigen Keramikkugellager, die hier verbaut sind, läuft die Klinge einfach fantastisch. Wirklich fantastisch. Das ist mit eins der besten Messer, also beziehungsweise mit eins der Messer mit der besten Action, die ich in meiner Sammlung habe. Das Kaiser Mystic. Rex 45 hier verbaut, Micarta und Titan. Wunderbares Teil, preislich. Ich glaube, die UVP von Kaiser liegt hier deutlich über 200 Euro. Manchmal kriegt ihr es in Shops aber auch ja so bei 140, 130, 150. Je nachdem, ich habe es, ich glaube, für um die 130 Euro bekommen. Jetzt auch ein absoluter Fidget-Kracher. Das Kunwu Pulsar. Das ist auch wirklich absolut fantastisch. Ihr hört hier auch so gut wie nichts. Ich versuche das mal noch dichter an die Kamera zu bekommen. Ja, also da ist wirklich kaum Widerstand. Die Klinge rollt hier auf den Keramikkugellagern fast widerstandslos. Das ist fantastisch. Fantastisch, diese Action. Also wirklich das Pulsar. Auch eins der Messer mit der wirklich mit besten Action. Das ist wirklich ein Traum. Elmax Stahl, Titan, Frag Pattern. Wirklich klasse, klasse Messer. Ja, Demco AD20.5 Shark Lock, ähnlich wie der Super Lock bei Wii bzw. CVV. Auch hier die Fidget Action. Richtig, richtig gut. Nicht ganz so, beziehungsweise hier ist es noch ein bisschen anders. Hier wird die Klinge sogar ab einer bestimmten Position mit eingezogen durch den Lock. Ja, also hier sieht man das. Ja, also der Shark Lock von Andrew Demko entworfen. Auch eine wunderbare Action. So. Ja, da liegt der Preis hier. Das ist die Version mit Carbon Fiber Griffschalen und S35 VN Stahl. Da liegt er dann doch schon deutlich über 200 Euro. Ich glaube, so bei 240, 250 Euro. Als nächstes, vorletztes, beziehungsweise ja doch als vorletztes Messer, das ProTec Malibu Buttonlock Modell. Und das tatsächlich das beste Buttonlock-Modell, was ich in meiner Sammlung habe, beziehungsweise das mit der mit Abstand besten Action. Das ist, ja, ich muss es nicht mal irgendwie so drehen, dass die Klinge von oben runterfällt. Ich kann das auch waagerecht halten. Und trotzdem saugt der die Klinge ja quasi ein. Unglaublich, unglaublich tolle, tolle Action. Preislich so bei knapp über 300 Euro. Hier ist ein 20 CV Stahl verbaut und schwarze Aluminiumgriffschalen. Das ProTec Malibu. Und als letztes, das hatte ich euch auch schon mal in einer Einzelvorstellung gezeigt, das Giant Mouse Ace Nazca Crossbar Lock. Auch eine fantastische, fantastische Action, dieses Messer. Ja, also auch hier Keramikkugellager verbaut. Unglaublich, unglaublich gute Action. Und dadurch, dass ihr hier, wie gesagt, auch einen Crossbar-Lock habt, kein Widerstand, den die Klinge irgendwie überwinden muss, auf ihrem gesamten Weg aus dem Heft bzw. ins Heft. Absolut klasse, die Action bei diesem Messer. Preislich auch über 300 Euro. So um die 340, 350 Euro müsst ihr dafür, zumindest für diese Version hier, auf den Tisch packen. Ja, jetzt sind wir durch. Vielen Dank an alle, die noch immer dran geblieben sind. Ja, das waren sie, meine Messer mit der besten Action, beziehungsweise einfach mal ein Überblick über die Action verschiedener
Messer verschiedener Lagertypen, verschiedener Bauarten und Verschlusssysteme. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben und ja, Vorteile, Nachteile von diesen ganzen Verschlüssen und Lagerungen, dazu komme ich jetzt heute nicht mehr. Das würde den Rahmen einfach sprengen. Dazu wird sicherlich noch mal ein extra Video kommen, wo ich auch mal ein paar Messer auseinanderbaue und dann euch einfach mal zeige, gerade was zum Beispiel Dreck bei Keramikkugellagern anrichten kann, bei Stahlkugellagern, warum Wascher dann vielleicht manchmal doch besser sind für gewisse Arbeiten und so weiter. Da kommen wir dann noch mal in einem anderen Video zu. Das, wie gesagt, hier nur ein Überblick über meine Sammlung, über die verschiedene Action meiner Messer an diesen Kriterien, diesen vier Kriterien gemessen: Lagerung der Klinge, Verschluss, Bauart und Detent bzw. Gewicht der Klinge. Dann sind wir durch. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich wie immer, über ein Abo freue ich mich, über einen Kommentar freue ich mich auch immer sehr. Und da bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.